Willkommen meine Damen und Herren auf dem Flug Richtung Heimat. Ich begrüße Sie als Kapitän der Prometheum Erzlager Corporated Identity. Guten Tag. Sie sind in der Empfehlung Galactic Survival und thank you for driving this deutsche Bahn. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallöchen, Vinias. Oh, links war das eine Drohne. Ich habe ein bisschen. Hast du? Ein bisschen verhaspelt gerade. War lustig. Achte darauf, ob du Punkte kriegst. Ich sehe die nicht, aber das habe ich von denen auch noch nicht. So, willst du fliegen? Ja. Nee. Wegen Punkte. Ach, du bist ja Level 10, ne? Ich bin Level 10, ja. Das läuft bei uns, ja. Lass mich raus. Ja, so. Durchgeflutscht. Was ist denn hier blau mit auf dem Boden? Prometheum? Ist hier ein Lager? Ist nicht mehr. Und wir sehen's? Ja, direkt unter uns. Kurz den Rüssel reinhalten, warte. Na gut, halt ich eigentlich nicht. Oh, das ist der falsche Knopf. Wir waren eigentlich auf dem. Hast du einen Rotor? Ja, genau. Wir waren eigentlich auf dem Rückweg von dem Heck des Capital Vessels, was ja abgeschützt die MS Titan. Ich habe noch blaue Sachen gefunden. Passt doch nicht wunderbar zu deinen Haaren. Ich weiß, ich bin Anhänger der Prometheum Boys. Ja, Prometheum Boys. Aber bleib mal so stehen, bleib mal stehen. Okay, mach weiter. Nicht orientieren lassen. Lass dich nicht orientieren. Orientiere mich nie. Hast du? Mach ich weiter. Ach so, du musst einsammeln. Okay, nicht so lange. Ich hab da schon immer gutes Screenshot dabei. Wir sind Level 10. Nein, Fleischhammer ist Level 10 geworden. Richtig, kann ich gleich den Warp-Antrieb wollte ich für euch. Genau. Freihalten. Kann ich jetzt Schub düsen und so? Das heißt, einem Capital Vessel steht eigentlich nichts im Wege. Nee. Auch das Material. Auch das Material nicht, nein. Aber wir brauchen eigentlich nur so viel, dass wir ein Cockpit haben, einen Tank und die Richtungsdüsen in jede Richtung. Dann können wir das Ding unten landen, oder? Genau. Da können wir besprechen. Das dauert halt ein bisschen, dann müssen wir da ein Bescheid ist. Sammel ein, wir fliegen nach Hause. Achso, okay. Der ganze Blau, Alter. Ist ja. Kriegst einen Blauschiss, Stich. So, wir wollten eigentlich dann in der letzten Folge aufhören, aber der Fleisch haben wir nicht überredet. Eigentlich wollten wir Hurt World machen. Wenn diese Folge seht, sind vielleicht ein paar Hurt World Folgen ausgefallen, aber das ist nicht unser Problem. Was ist denn? Aber das ist nicht unser Problem, als ob die was dagegen haben. Nein, doch, da muss jetzt sehr entscheiden. Ist hier Heiligabend, denn Weihnachtsfeiertage, vergiss mir mal nicht Silvester. Welche Richtung? Alle, meine Fresse. Richtung. Ja, genau, perfekt. Vollgas. Gebe Vollgas. Geb nicht schneller, ich schiebe. Wie das Vorderteil? Das ist das Vorderteil, ja. Ah, wir waren vom Heck eben, okay. Wir waren, genau. Im Heck ist das Cockpit übrigens, nur dass wir uns da verstehen. Also ich würde jetzt in die Richtung, ne? Wisst ihr, in die Größe würde ich jetzt, ne? Aber gut. Ja. Naja, ich finde schon, dass wir einen Raum, wenn wir jetzt wirklich von Planet zu Planet hoppen könnten, dann muss da schon, ne? Bewaffnung, Beete drin, wir müssen genügend Sauerstoff mitnehmen, oder sollte nicht das Problem sein? Und du wolltest hier nur so ein Kleinet bauen? Links, hart links? Nein, erstmal nur ein kleines, um das Ding landen zu können, das meine ich jetzt. Weiter? Feuer. Ja, da ist er. Heimat, neue Heimat. Der Sonne entgegen. Die Schnurz. Man kann noch ein bisschen hinter das Schimmer. Lande doch direkt auf der Plattform. Die ist nicht groß genug. Nicht. Oh, seitlich fliegt er aber besser. Das ist wie beim Schwimmen. Hm. Glaube mir. Ich erkläre. Glaube. Geht nicht. Bin zu doof. Was geht denn nicht? Kann nicht landen, ist zu klein. Ich hab Angst. Kennst du nicht? Landepanik? Lanik. Landophobie, genau. Ich hab Landophobie. Du hast nicht alle Latten am Zaunophobie. Oh, gerade so geschafft, gell? Ja. Ich glaube, die Fläche ist echt ein bisschen klein, ne? Ja? Ein Capital jetzt auf jeden Fall. Ja, wenn du ein Capital allein in dieser Größe bauen willst. Ja. Nur in dieser Größe. Weil wir müssen uns überlegen, wir haben ja eine richtige Brücke dann. Wir bauen ja die USS Enterprise.
Ich verstehe das jetzt nicht. Du hast echt geiles Raumschiffbord, Digga. Das muss ich euch mal sagen. Guckst du mal bitte hier, ich hab hier 800 Siliziumbarren gemacht. Kannst du mal in den Konstruktor gehen vom Chevy? Wo ist denn der? Das ist versteckt. Soll ich rausnehmen? Bitte ja. Was? Die sind Konstruktor groß. Allerdings alte Bauform, wie es aussieht. Um aufbauen, irgendwo. Mach mal. Mit Abstand hier gegenüber, genau. Einfach hier so, weißt du, so zwei Gang breit und dann hier so gegenüber. Okay, und die in die Richtung, also Facing. Ja. Facing. Oh. Mimons. Hä? Hm? Ist ja doof. Ach, guck mal. Ist der Old Back One. To the Roots. Kann man den überhaupt verwenden? Sieht so aus. Funktioniert. Was sagt der Großvater schneller, oder? Der selber nee, bastelt. Nee. Das ist schon der, nur halt im alten Gewand. Ah, ein Konstruktor steht oben drüber. Er sieht halt. Ich hab 11 Pflanzenmeter. Treffen der Generationen. Übrigens. Funpimps, Funpimps sag ich schon. Fleischermaß. Elon, ganz ehrlich, was soll das? Na hier, nimm mal noch. Hab keinen Platz, hab keinen Platz. Müssen mal, auslagern. Ich baue einen Turm. Machst du Jenga? Geht nicht weiter. Ging nicht weiter. Schade. Jetzt kann ich. So. Ja, dann kümmere ich mich mal ein bisschen weiter um, ne? So. Hier sind noch 6 Pflanzenbeete drin. Wo? In der Küche. Küche. Okay. Mit Nieten. So, mal 18, da kann ich auf jeden Fall noch was machen. Du fängst an, die Sachen vorzubereiten, wa? Für den Mission Mars. Absolut korrekt. Wo hast denn die... Minias? Was habe ich wo? Wo hast denn die, Siliziumbahn? Weiß ich nicht. Und meinst den Rest du? So? Den Prometheum? Wo willst du hin? Ich wo willst pack's du hin? In welchen Konstruktor? In den Prometheum mach hier in dit. Was? In den neuen, alten. Wenn er nicht geht und hier verschlucken. Mach es, bitte. Ich habe keine Prometheumbahn. Hä? Eisen. Hier, die komischen Dings. Die sind hier rechts drin, alles. Warte, 110, alles mehr hast du nicht gekriegt. Rechts, hier. Ja, ich habe die schon rausgenommen. Oh, okay. Ich weiß schon, dass du rechts bist. Ist schon okay, brauchst nicht durchdrehen. Hat Spaß, entspannt euch. Eine Fresse, alle gleich am Durchdrehen. Alles gut. Wenn es so. Zu spät wäre, würde ich auch schnell nach Hamburg kommen. Und denn? Was willst du denn machen? Naja, Backenfutter, ist doch klar. Bobantik, Generator groß. Schubdüse. Fahrwerk groß. Tja, was hätten wir denn ja, ne? Kanonengeschütz, Raketenwerfergeschütz eigentlich ja, ne? Hätten wir ja, ne? Oder Minigun-Geschütz. Ja. Sauerstofftank behalte ich erstmal in den kleinen. Cockpit groß brauche ich nicht. Ich habe den kleinen Cockpit. Reicht erstmal. Seht ihr richtig? Das ja. Es gibt verschiedene Cockpiten. Cockpiten, hm? Okay. Gibt es ja. Sind für Capital, aber was? Hm? Erste Hilfestation. Ja, machen wir jetzt ein Raumschiff, wo wir praktisch ein Cockpit haben, wo wir reingehen können. Also mit so, weißt du, so brückenähnlich. Also wie sieht das aus? Weißt du, was ich meine? Ja, würde ich schon machen, ja. Also so langfristig, Enterprise. Ne? Ja. Enterprise? Dann auf Mission, weißt du, so also ein bisschen so, dachte komm, ich. Komm, wollen wir eine kleine Enterprise bauen? Ja, also so, halt so nur mit einem Cockpit. Ja, erstmal müssen wir so weit kommen, dass wir das Ding zusammenkriegen, das Material im Weltraum, das aufbauen und dann hier unten landen. Zammer kriege. Gut. Dann, wollen wir los. Wie, du hast schon alles? Nein, mein Spaß. Was fehlt denn noch? Ich habe übrigens noch Advanced CPU und Spulen und so ein Kram. Brauchst du die? Ja, bitte. In den linken Konstruktor. Piu, piu. Gesundheit. Karte dreht immer durch, wenn ich niese. In welchen? In den neuen alten?
In den linken. In den linken von den neun. Ja? Okay. Die Gehirnzelle ist gerade abgestorben. Wahrscheinlich nicht nur eine. Die letzte. Warte. Die letzte. Ja. Jetzt muss dir einer kommen und sagen, wie man atmet, wa? Wie, was mache ich hier? Ich rede mit meinem Computer. Der gaukelt mir vor, da sitzt noch jemand. Auf der anderen Seite. Ich guck mal hinter dem Monitor. Sitzt da jemand? So. Das sieht erstmal alles. Achso. Die große. Fangt ja nicht, ich hab ja gar nicht mehr. Große Kraftstoffzelle. Shit. Shit. Kannst du die große Kraftstoffzelle lernen? Was ist hier los? Du musst doch mal ein bisschen reduzieren, wenn du aufnimmst. Du musst ein bisschen umstoßen. Alles, meine. Was war jetzt? Bin ich hart? Was ist denn? Ich dachte, was macht er jetzt? Ich muss war schon ein bisschen komisch. Du hörst das nicht witzig. Ja. Was? Ich musste nur aufstoßen jetzt. Hör auf. Lass es. Jetzt erstmal müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben so viele Notfallpacks. Hast du ja? Was? Sauerstoffzelle soll ich lernen? Für das Capital. Wo ist denn das? Kannst du mir mal helfen? Ich bin nur noch kein Level 10. Okay. Ich brauche noch ein halbes Level. Ein halbes? Ja. 6000 Punkte. Was? Wo denn? Erkläre. Das unter. Das Misk. 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 Das ist ich kann die Kraftstoffzelle Hydrogen kann ich lernen. Nee, die bringt uns nicht viel. Glaube ich nicht. Dass die viel bringt. Brauchen die große? Ja, wäre doch gut für ein großes Wessel, ne? Ach so, ich dachte, das wäre der Grund. Ja gut, wir werden aber, wenn wir das Ding vollpacken, werden wir doch vom Weltraum wieder runterkommen. Das können wir immer noch leveln. Siehst du? Ich verstehe. Also, so. Ich verstehe schon, ja. Oder ich gehe schon schnell töten. Könnte man meinen. Muss nämlich noch ein bisschen, muss ich noch craften hier. Richtungsdüse pro Seite 2 Stück. Also 2 nach links, 2 nach rechts. 2 nach oben. 2 nach unten. Das ist schon mal 8. Und 2 nach hinten, Schubdüse. Oh mein Gott. Ein Glück habe ich vorher das Crafting angeworfen. Dauert? Ja, vielleicht auch mal. Das ist eine gute Idee gewesen von dir. Danke, Kermit. Und dreh mal nicht durch. Dauert. Nee, dauert nicht. Das ist alles okay. So, Raketenwerfer schützt, ne? Am Start. Ja, vielleicht sollten wir erstmal die Grundlagen, dass das Ding fliegt. Ist doch da, Mensch. Ich mach da alles. Das ist kein Problem. An RCS, stimmt, ja. Unser Beet nimmt auch Form an. Wie viel RCS soll ich nehmen? Drehmomenteinheit. Du brauchst erstmal, dass das Ding auf dem Boden ist. Dann können wir uns immer noch Gedanken machen. Ich meine, das ist das Wichtigste. Verstehst du? Was fehlt dir denn jetzt noch? Ich meine. Na, jetzt mache ich jetzt schon die Düsen. Ich habe Kraftstofftank. Ich habe. Also prinzipiell brauchst du doch eine große Düse für einen Antrieb. Dann brauchst du hoch, runter, links, rechts, 5 Düsen für die Richtung, ne? Ja. Ein Tank, ein Generator, ein Cockpit, das war's. Jetzt ist doch nicht jetzt, also. Ich finde, du machst es ja schon einfach. Hast du schon einen Starterblock? Klar. Kannst du hier nicht setzen, gell? Sagt er wahrscheinlich, geht er im Weltraum oder so? Oh, gute Frage. Lass mal gucken. Würde gehen. War's echt? Kann ich hier setzen, ja. Was echt? Ja, kann ich hier überall setzen, theoretisch so, ja? So wie das aussieht. Also es ist nirgendwo rot. Soll ich mal einfach machen? Ist doch blöd. Wenn nicht, fliegt da nur ein Starterblock raus. Hä? Wenn nicht, würden wir nur einen Starterblock. Soll ich das Raumschiff ein bisschen wegfliegen hier? Ja. Soll ich mal Lemmy ein Stück wegfliegen, oder? Ja, Digga. Lemmy könnt ihr eigentlich auf dem Dach. Hier. Geil.
Hier auf dem Dach, da ist das Geschütz. Da kann ich nicht landen. Nein, dann. Ja, dann. Pack ich neben dran. Ja. Ich meine, den kann ich ja dann umsetzen noch. Ich setze ihn jetzt hier hin, ja? Oder willst du dabei sein? Also, nee, mach mal. Großes Raumschiff. Kreiert. Hä, dann warum haben die denn gesagt, man muss im Weltraum starten? Leute, was ist mit euch los? Vielleicht können wir nicht wegfliegen, oder? Nee, kann ja auch nicht sein, wenn du weg... Hä? Irgendjemand hatte geschrieben... Vielleicht wurde es auch nochmal zwischendurch geändert. Tja. Ich weiß gar nicht, gab es zwischendurch Updates? Ich hab's nur in den Kommentaren gelesen. Wahrscheinlich steht's jetzt schon die Folgen davor, stand die ganze Zeit, können Sie auf die Erde bauen. Das große Raumschiff sieht aus wie eine Station. Eben. Von den Größen her wie eine Station. So. Oh, einen Warp-Antrieb brauchen wir ja auch noch. Sehe ich gerade. Also schauen wir die Folge nicht mehr, oder? Nee. Nee, das werden wir lange nicht schaffen. Nee. Muss Kabel machen. Bau Kabel, Kupfer. Ein Riesending, ey. Ja, dann sollte man das Ding doch so ausbauen wie eine Station, oder? Gleich in den Konstruktor rein und solche Dinge. Selbstverständlich, selbstverständlich. So war's the plan. So machen wir das ja. Also brauchen wir noch, muss ich noch ein bisschen Craft-Zeit investieren? Vielleicht könnten wir das auch, weiß nicht, jetzt hier zwischendurch. Öfflein? Öfflein machen. Öfflein. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen jagen gehe. Wegen der Frischzellenkur, wegen der großen Zellen. Ja, ja, ja. So. Ich verstehe. Ja, natürlich. Ich verstehe. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich dich schon verstehe. Hallo, Gegner. Keiner da? So, Kabel. Müsste eigentlich klappen jetzt hier. Bin ich irritiert? Was passiert? Immer hin und her craftet hier. Paula ist auch da. Paula? Hm? Wer ist denn Paula? Diese Pudding-Kuh? Dass du die so nennst, finde ich nicht gut, aber... Was? Na, du alte Pudding-Kuh! Das ist echt diskriminierend, tut mir leid. So ist er, der Fleischhammer. Also, wenn eure Frau Paula heißen sollte, oder Freundin, oder wie auch immer, Geliebte... Sorry. Ich entschuldige mich öffentlich für mich. Sie ist keine Pudding-Kuh. Sein Verhalten. Die ist keine Pudding. So, irgendwo können wir doch hier irgendwie noch ein bisschen Erz ansetzen. Bis drei Crafter hier um mich rum, da kann ich endlich mal Sachen machen. Links, rechts. Ich lass dich mal alleine, weißt du, ich mach so einen kleinen Ausflug in der Nacht. Links, rechts wird hier geschwungen. Scheiße, geschwungen. Ich bin echt gespannt, aber ob das Ding abhebt, ich verstehe das nicht, dass man das. Warum hat er das geschrieben? Weil er es nicht wusste? Wir sind jetzt fünf Folgen, wir sind in der fünften Folge, wir haben fünf Folgen am Stück aufgenommen. Wir haben bestimmt hart angeschrien, na egal. Warum denn hart angeschrien? Kläre. Weil wir die Folgen der Folge davon gesprochen haben. Dass wir das Ding im Weltraum bauen und dann zurückfliegen. Dann sagen alle, hey, geht doch so. Ach so. Und dann machen wir das in der fünften Folge einfach so, ohne das, weil ich gelesen habe in euren Kommentaren. Blasphemie. Oh Gott, ich brauche hier schon wieder millionenfache Ausführungen von allem. Auch Gegner! Oder so. Kamels. Ich sehe auch keine, ne? Es ist so ruhig, viel zu ruhig. Hä? Das sind Spinnen, die bringen mir nichts viel. Obwohl, ich könnte eine töten, das würde mal eine kurzfristige Befriedigung bringen. Ich könnte wenigstens eine töten. Okay. Weil er nichts trifft. Wo bist du? Ich sehe dir nicht und du greifst an. Da. Elektronikkabel, Metallkomponenten haben wir hier noch. Kabel. Wir haben eine offene Wunde, ne, Mädchen? So, allerhöchstens ein Kratzer. 2200 Punkte offene Wunde. Pablapap, jetzt muss ich echt ein großes Medipack reinhauen wegen dem bisschen. Nee, ich komme zurück, da haue ich mir noch kein Medipack rein. Verblutet. Ich bin tot. Kannst du mich abholen? Wenn Stuff saved. Wo denn? Was? Sie kaputt. Ich glaube, ich hatte Zeug eingesetzt hier. Also ich habe Medipacks habe ich, also ich muss mir jetzt nicht. Nee. Ich will nur das an der Basis mir kurz da in die
Verstehst du da? Die Säule mit dem... Die Pfeife geblasen wird, alles klar. Hey, Getüdeltü, da Pussybärpflaster, kennst du doch. Na klar. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Witzelein. So. Wo wir wieder am Anfang der ersten Aufnahme. Schade, jetzt wollte ich erstmal Licht ins Dunkel bringen. Brauch noch einen Crafter. Aua gemacht. Und das hat Boom. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Ich gehe in die Dusche und die Folge ist zu Ende. Ich habe. Ach nee, die Wunde wird nicht versiegelt. Ich kann immer alles nachheilen. Ah, ist ja blöd. Ist ja doof. Ich hab fast befürchtet, dass das zu enden hat. Jetzt komm! Komme. Jetzt hab mich verbunden. Ja, da sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Mann, das geht auch immer schnell zu Ende. Kaum was geschafft. Aber in allen Gottesdank, amen. In diesem Sinne, wir sehen uns zur nächsten Folge von Imperium Galactic Survival. Große Raumschiff steht, das heißt, wir müssen noch ein bisschen, glaube ich, Material holen. Fleischhauer muss ich noch ein bisschen an die Konstrukteuren konstruieren. Konstruieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir es noch machen wollen. Bis dahin, tschüss. Also wer alles noch nicht verstanden hat, was er gesagt hat, lässt einen Daumen oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin.